Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Quest Builders. Wir sind in Kapitel 3, Part 4 müsste das jetzt sein. Im letzten Part habe ich ja alles erklärt, was so alles schiefgelaufen ist. Aber wir haben es ja jetzt sozusagen geregelt, sag ich mal. Wir sind schon mal einen Schritt weiter, wir haben die eine Mission erfüllt. Das, was ich jetzt vorhabe, ist erstmal Essen finden. Das ist hier wirklich sehr rar. Das ist eine Katastrophe. Heilkräuter sind rar und Essen. Und da muss ich mir ein bisschen jetzt Abhilfe schaffen, indem ich jetzt hier diese armen Häschen umbringe. Die geben mir immerhin entweder Kräuter oder Futter. Die geben mir gerade sehr viel Kräuter. Das ist sehr gut. Leider brauche ich für eine so eine super Heilkraut, brauche ich 3 Stück oder so. Das ist echt extrem. Da oben war ich. Weiß ich nicht, ob ich da. War ich da schon oben? Ich habe keine Ahnung. Nee, kann ich ja nicht. Ich habe ja von vorne angefangen. Scheiße. Ich weiß jetzt, dass hier irgendwo noch einer ist, den wir einsammeln können. Also einen Menschen. Wahrscheinlich ein Kumpel von. Ich habe den Namen vergessen von dem Typen. Mal gucken. Und wir können den hier vielleicht angreifen. Ich guck mal, ob ich den besiegen kann. Wenn ich jetzt sterbe, dann. Ja, es ist ein Fail, aber egal. Immerhin haben wir es dann probiert. Oha. Kriegt der überhaupt einen Schaden, Alter? Oh, fuck. Oh, okay, das ist vielleicht keine gute Idee. Das ist absolut keine gute Idee. Der kriegt kaum Damage. Ich gehe mal. Scheiße. So. Hier sind überall Schienen. Die hatte ich auch mal eingesammelt, aber es ist schief gelaufen, leider. Muss jetzt alles wieder neu sammeln. Am besten fangen wir damit einfach an. Dieser Ackerboden ist echt ekelhaft hier. Der so zusammenbricht und man in irgendwelche Löcher fällt. Hier, das hier meine ich. Zack. Das finde ich echt kacke. Ist zwar cool, aber es ist nervig. Muss man einfach sagen. Wenn man irgendwo hinfliegt, wo man gar nicht sein möchte. So. Aber Kupfer kann ich gut gebrauchen. Rubine kann ich auch gut gebrauchen. So, danke schön dafür. Oh, ich kann es gar nicht mehr einsammeln. Gegenstände, wegwerfen. Toll, ja, das wollte ich jetzt aber auch nicht haben. Warte mal, Ausrüstung. Ist alles okay? Wegwerfen. Gegenstände. Das ist nervig. Wegwerfen. Jetzt bloß nichts anderes einsammeln. Ich möchte das nicht haben. Scheiße. Scheiße. Ich sollte mal dieses Steinschwert hier benutzen. Hier kann man auch rein. Ich sehe schon, da ist Kupfer und so drin. Was bist du denn? Ey! Dankeschön. Oh ja, yeah, Wandfesseln. Die hatte ich eigentlich auch, aber ich musste alles wieder neu machen. Das werde ich sehr oft jetzt sagen, glaube ich. Nee, Spaß. Oh, Kupfer kann ich echt gut gebrauchen. Kohle meine ich. Kohle, damit können wir die Steaks grillen. Die wir hier immer bekommen. Ich kann gerade bloß nichts einsammeln, weil mein Beutel schon wieder voll ist. Das müssen wir auch mal ändern. So, Moment. Gegenstände. Was packe ich denn weg? Wir machen das hier weg. Oh, fuck. Das war so klar, dass ich das jetzt einsammle. So, jetzt ist mein Beutel wieder voll. Das würde ich auch gerne haben. Was mache ich denn dafür weg? Das hier wollte ich nicht haben. So. Die Knospe. Oh, fuck. Nicht runterfallen. Ich wollte eigentlich Essen suchen, ne? Bin schon wieder woanders, was ich nicht machen wollte, aber gut. Huch, was war das denn? Alter! Alter! Wo bin ich? WTF! Ich bin runtergefallen, Hilfe! Verdammte Scheiße!
Das ist jetzt aber hart asozial. Ey, könnt mich doch nicht hier runterkicken. Scheiß Boden hier. Ich sehe gar nichts. Mann, das ist doch kacke mit der Sicht hier. Toll, da ist jetzt auch noch ein Stein davor, damit ich auch nicht hochkomme. Ich sehe gar nichts. Die Sicht ist so bescheuert. Dieser Boden hier ist einfach ekelhaft. Der Boden ist echt widerlich. Dass man überall durchfällt. Bloß aufpassen. Und noch so stehen bleiben. Hui. Alter, hier gibt es so viel. Ich hatte das, glaube ich, aber alles schon. Alter, nicht runterfallen. Ich würde das gerne einsammeln, aber es ist ein bisschen schwierig hier. Und ich muss Essen suchen, das ist gerade ein bisschen wichtiger. Also hier gibt es viel Rohstoffe, aber wenig Essen und so. Toll, toll ausgeglichen. Ah, was soll's. Es soll ja nicht überall gleich sein. Ne? Ich könnte auch nach oben gucken, aber es dauert nicht zu lange. Einfach springen die was. Ich will hier raus. Oh mein Gott. Von wo kam ich überhaupt? Von da. Alter, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz schnell weg hier. So. Schon wieder dunkel. Die Geister, die geben mir wenigstens noch Ei. Also, die können mir Eier geben. Was ich auch benutzen kann zum Futter. So. So, jetzt haben wir ein Problem. Ich habe nichts mehr zu essen. Nicht so cool. Mir essen. Gib mir essen. Die geben mir kein Essen. Gib mir Essen. Ich will essen. Essen. Bauen. Oh, da kommen gerade ganz schön viele. Komm, gib mir Eier. Ich weiß zwar nicht, warum Geister mir Eier geben, aber ist auch gut. Scheiße, die geben mir auch nichts. Ich werfe mal das kurz weg, weil ich muss diese Kiste hier öffnen. Dann kommt ein Schlüssel raus. Mit diesem Schlüssel kann ich das hier aufschließen und da ist noch einer von den komischen Leuten, von dem Typen. Was bist du hier, um mich zu retten? Stipe schickt dich. Schön, mein freundliches Gesicht zu sehen, auch wenn es so ulkig aussieht, Alter. Wie deins. Ich bin Max, wer bist du? Ich bin die Erbauerin. Echt jetzt? Du bist die legendäre Erbauerin, von der alle reden. Sag bloß, hätte ich dir ja nie zugetraut, so wie du aussehst. Na, das kannst du mir alles erzählen, wenn wir wieder in Unterschlupf sind. Jetzt erstmal nix hier weg hier. Oh, ich verrotte doch hier, ey. Arschloch. Gib mir diese Fesseln hier. Ich will meine Fesseln. Hier muss ich nochmal zurückkommen. Ich möchte diese Sachen hier haben. Oh, das kann ich ja doch mitnehmen. Und das hier, was ist das hier? Ich möchte die Sachen haben. Was mache ich denn weg hier? Das brauche ich nicht. Gib mal her hier. Yay, wir können kämpfen. Lauf zurück nach Koi. Ja, schön. Kannst mal warten, Alter. Du bist ja nicht eilen. So, hier sind sehr viele Häschen. Wir töten sie jetzt. Sehr schön, Futter. Futter, Futter. Ich kann es nicht einsammeln. Okay, dann muss ich das jetzt irgendwas wegmachen. Ich mache die Chimärenflügel weg. Ist mir jetzt egal. So. Futter ist mir gerade ein bisschen wichtiger. Und der kann mitkämpfen, also soll er mal machen hier. Und die Sachen, die hier liegen, kann ich sowieso wieder einsammeln, weil die bleiben ja liegen. Das ist ein sehr großer Vorteil. Der einzige Vorteil. Esel, gib mir was zu essen. Kann ich den Troll
Ist ja ein Troll, oder? Kann ich den besiegen mit dem Typen zusammen? Weil der kämpft ja auch. Das wäre cool. Sollen wir es mal probieren? Also ich frage jetzt einfach. Ihr könnt mir eh nicht antworten, aber gut. Ich kann es ja mal probieren. Der ist bestimmt nicht umsonst hier. Der steht hier immer an der gleichen Stelle. Komm her, Dicker. Oh, da sind ein bisschen zu viele Gegner jetzt. Ich glaube, der wird sterben. Upsala, Alter. Wir müssen mal ein bisschen hier. Der ist so tot. Der ist so tot. Komm mit, komm mit. Du bist tot. Kann ich ihn mitnehmen? Ach du Scheiße. Das hat gesessen. Der lebt noch. Gut, okay. Los, kämpf weiter. Nimm das, was nur ein Kratzer. Gut, kämpfe. Los. Oh mein Gott, ey. Der macht mich... Nein, wir müssen gehen. Wir sind zu schwach. Komm. Komm, komm, komm. Wir sind zu schwach. Wir sind zu schwach einfach. Das hat leider keinen Sinn. Scheiße. Dieses Futter. Ich brauche das. Fuck. Was mache ich jetzt dafür weg? Ja, ist jetzt ein Problem, ne? Ich mach die Steine weg. Her mit dem Futter. Essen ist wichtiger. Ich guck mal noch, ob hier irgendwas liegt. Also von... Ah, hier ist noch ein Kaktus. Scheiße, das wollte ich nicht! Ach, fuck. Jetzt habe ich es verschwendet. Ach, Mann. Ich habe ja auch so viel. So ein Dreck. Passiert ja auch wieder nur mir, ne? Aber immerhin können wir ein bisschen sammeln. Was ist das denn? Was? 7N33... Oh. 7 Norden, 33 Osten. Hä? Was? Was ist das? Warum geht das so weit nach oben? Ist das irgendwie eine Gradzahl? Wollen die mir damit irgendwas sagen? Da oben. Erdamöd, Essen! Das ist das einzige Essen, was ich hier kriege. Scheiß Blumen fressen, ey. Oder Kakteen, eher gesagt. Sind ja keine Blumen. So richtige. Also ich weiß nicht, zähle die zu Blumen? Keine Ahnung. Scheiße. Wieder unnötigen Schaden hier bekommen. Wie so ein Stier. Das ist die einzige Futterquelle, die sicher ist. Diese Hornhasen hier. Zwei Stück habe ich, ey. Das ist ein Witz. Von den großen Steaks habe ich mehr, aber ich glaube, die kann ich noch gar nicht richtig anfangen. Das waren, glaube ich, die kleinen hier. Die kleinen Steaks. Shit! Die lassen das nicht immer fallen, leider. Alter, oh, was ist denn hier los? Was ist ein Gerangel hier? Ihr seid leider am Weg von meiner Kraut. So, das hätten wir auch. Wo war ich noch nicht? Der nervt ein bisschen, der sagt die ganze Zeit, lass uns zurückgehen. Ich weiß, aber ich brauche doch Essen, Mann. Guck doch, ich werde verhungern. Qualvoll. Ist halt auch mit Zeit, ne? Nach Zeit geht immer ein Stückchen weg und ich kann irgendwie nichts Neues hier kriegen. Ist einfach nervig. Häschen, gib mir was, bitte. Das ist auch gut, aber ich brauche auch ein bisschen mehr Essen. Einfach. Autsch, hat er mich jetzt getroffen. Der gibt die großen Steaks. Ist ja auch ein größerer Hase, aber... Scheiße, ich finde ja einfach nichts. Ich gehe erstmal zurück. Hat ja keinen Sinn. Aua. Können wir gleich futtern, weil bringt ja eh nichts. Schnell weg hier! Die wollen uns umbringen. Das muss nicht sein.
So, wir haben jetzt drei so eine komischen Stierköpfe bei uns im, in der Siedlung. Ich weiß nicht, ob das ein Ochsenkopf sein soll oder ein Stierkopf. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind diese Leute gruselig. Und nervig. Die beleidigen voll. Boah, ich will das voll. Ach, egal. Was soll's. Wir sind ja eh jetzt hier bei der Siedlung. Können alles reinschmeißen und gut ist. So. Der kann sich erstmal da hinstellen. Und ich mache erstmal hier Heilkräuter. So, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Futter, mal gucken. Hornhasensteak. Ja, sind leider nur zwei. Das ist ja wunderbar. Thermalwasser für pochiertes Ei. Pochiertes. kann ich noch irgendwas herstellen? Nee, im Moment nicht so. So, ich packe mal jetzt die Sachen hier alle rein, die ich jetzt nicht so brauche. Außer das Essen. Das Essen brauche ich. Das brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Joa. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Reden. Besten Dank, Kumpeline. Ich hätte nie hierher zurückgeschafft, wenn du nicht gewesen wärst. Die Badestube hast du echt heulen bekommen. Wenn Stipe und Bruno versucht hätten, die herzurichten, wäre das ein ziemlicher Pfusch geworden. Kein Zweifel, du bist die Erbauerin. So viel steht fest. Ja. Ich habe viel über dich gehört, weißt du, wie du in Kantlen wieder aufgebaut, und Rimuldar auf den Weg der Besserung gebracht hast. Und nicht nur das, du hast ganz Alfgard geholfen, sich aufzurappeln und wieder Sachen zu bauen. Es ist schön, endlich mal jemanden zu treffen, der mehr aufbauen kann als bloß seine Muskeln. Sobald Barbarella wieder zurück ist, können wir diesen Magma... Was? Magma... Lefis? Was ist das denn für ein Name? Erledigen und Cole wieder zu dem machen, was es mal war. Wo wir gerade von Barbarella reden, ich glaube, ich weiß, wo die Monster sie hingebracht haben könnten. Aber bevor wir uns darüber unterhalten, muss ich eben kurz ins Bad. Ich bin so klebrig wie eine Schleimette in der Sauna. Lecker. Das will ich doch nicht wissen. Lass es doch stecken. Ich will nicht wissen, wie viel du klebst, Alter. Mann. Pfui Teufel. So, ich mache jetzt erstmal hier ein Nickerchen, dass unser Leben wieder voll ist. Und ja. Ja. Guten Morgen. Ich habe kein Essen mehr. Ich bin so tot. Ach, scheiße. Ich brauche Futter. Ich brauche Futter. Wir können ja jetzt schon mal den ersten Kampf bestreiten, oder? Ich glaube, die werden uns richtig zermatschen. Wo sind da? Guck mal, die baden hier. Uiuiui. Potztausend verflixt noch eins. Jetzt geht es uns das Wasser gleich bis zum Hals, Eliza. Und damit meine ich nicht das Badewasser. Die Monster sind in Anmarsch. Die Monster sind in Anmarsch. Was soll das heißen? Die kommen doch normalerweise nicht so früh. Ja, an denen ist gar nichts normal. Die Monster in dieser Gegend machen keine halben Sachen. Nee, wenn man einmal nicht aufpasst, packen sie einen gleich beim Wickel. Wie, wir sollen das dir überlassen? Aber Eliza, du bist doch bloß ein dürrer Winzling. Ey, bist du dir auch ganz sicher? Na gut, ich zähle auf dich, Eliza. Bist du bereit, diesen miesen Monster eine gehörige Abreibung zu verpassen? Es ist für mich ungewohnt, diesen so zu reden, wie er, wie es da steht. Ich rede nämlich selbst nicht so, deswegen, ja. Das werde ich dir nie vergessen. Ja, komm. Wir kämpfen jetzt. Ich bin gespannt. Von wo kommen sie? Von wo kommen die Monster? Hämmerkauze, von da kommen sie. Immerhin helfen sie mir. Ist ja schon mal gut. Böse Monster. Schämt euch. Was kommt ihr hierher? Es ist echt krass, dass sie wirklich so früh kommen. Das ist sonst nicht so. Oh oh. Der macht immer alles kaputt. Aber zusammen schaffen wir das. Die Monster wurden besiegt. Okay. Alter, aber dass sie so früh kommen, das ist echt krass. Sonst kamen die immer nach einer Weile erst, wenn wir mehrere Missionen gemacht haben. Aber gut. Ja, klatscht für mich. Juhu, klatscht für mich. So ein bisschen Leben voll machen, ist super. Heiliges Kanonenrohr. Eliza, das war echt fantastisch. Du hast diese schrecklichen Monster völlig fertig gemacht. Weißt du was, Kumpeline? Vielleicht bist du ja doch diese Körperbaulegende. Was? Obwohl du dafür ein bisschen Winch... Alter, hör auf mich so zu beleidigen.
Der beleidigt mich. Hä, du bist nicht gut gebaut, sondern die Erbauerin? Ist ja schon gut, deswegen musst du dich nicht gleich so aufregen. Du bist also der Erbauer. Was heißt das, dass du uns beim Wiederaufbau unseres Lagers unter die Arme greifen willst? Und hilfst du uns auch, gegen die Monster zu kämpfen? Ja. Schluchzte. Danke, leiser Stüff. Es ist nur, ich habe mich eben furchtbar einsam gefühlt. So ganz allein. Wimmer, ich wusste ja nicht ein noch aus. Hier sind noch deine Freunde. Warum bist du denn alleine? Aber jetzt, wo du hier bist, können wir loslegen. Das Wichtigste zuerst. Die Monster haben südlich von hier eine Barrikade errichtet, um dieses Lager vom Rest der Insel abzuschneiden. Solange diese Straßensperre steht, werden wir nie schaffen, Barbarella und die Jungs Hai hierher zurückzubringen. Wenn wir den Weg nach Süden wieder frei machen wollen, dann müssen wir diese Barrikade weg. Und da kommst du ins Spiel, Leiser. Ich will, dass du dorthin losziehst, das Tor aufbrichst und in den Schurken, der es bewacht, mit gleicher Münze heimzahlst. Haben wir das nicht schon gemacht? Du hast es doch glatt geschafft, diese dämliche Barrikade. Ja, das haben wir doch schon längst gemacht, Mann. So, ja, das haben wir schon gemacht. Da ist es, Eliza. Ab jetzt wehren wir uns. Aber zwei Dinge müssen wir noch erledigen, bevor wir den Monstern zeigen können, wer hier der Boss ist. Erst müssen wir die ganzen Jungs finden und in unser Lager zurückbringen. Und dann müssen wir Barbarella aus den Krallen der Monster befreien. Sobald wir dann alle wieder glücklich vereint sind, wird es Zeit, gegen den Magma blablabla anzutreten, den Oberboss der Monster, der ganz Koll unter seiner Fuchtel hat. Wenn wir es schaffen, diesen schlimmen Flammenfinger auszuschalten, haben wir den Krieg gewonnen. Die heiligen Monster sind zwar zäh wie Leder, aber mit deiner Hilfe gelingt es uns vielleicht, ihnen ein bisschen Vernunft einzubläuen. Du bist zwar ein Strich in der Landschaft... Ja, ist ja gut, Mann, ich bin klein und dünn. Und dein Bizeps sieht aus wie ein geknotetes Schnürchen. Aber ich zähle auf dich, Eliza. Danke, du bist echt sehr, sehr taktvoll zu mir. Sehr nett. Danke. So, Eliza, jetzt wo wir ein Loch in der Barrikade gerissen haben, können wir zum nächsten Schritt des Plans übergehen. Wie würde es dir gefallen, dem Gebiet der Monster einen Besuch abzustatten und meine Kumpel zu retten? Meine Muckis haben ein Notsignal angefangen. Die Jungs sind irgendwo südlich der Barrikade und sie stecken ganz schön in der Klemme. Die haben wir doch, oder? Haben wir die nicht? Wir haben doch schon. Ja, du solltest mit mir kommen, wenn deine Freunde dir was bedeuten, ne? Ich kann nicht. Wenn ich mich länger als 5 Minuten vom Unterschiff entferne, kriege ich einen üblen Hautausschlag. Kein Witz. Alles klar, du kleiner Arsch. Was guckst du mich denn so finster an? Es ist wahr. Ich habe keine Angst vor den Monstern, falls du das glaubst. Doch, das hast du. Hör mal, wir haben keine Zeit für lange Diskussionen. Du musst auf die andere Seite der Barrikade, um meinen Kumpel zurückzubringen. Oh Mann. Also da soll mich doch. Bruno ist wieder da. Wir sind voneinander getrennt worden, als die Monster Koll kaputtgeschlagen haben. Aber wenn wir die ganze Truppe wieder versammeln können, dann... Boah. Ja, wir haben es doch jetzt herausgefunden. Wir müssen die Leute finden. Nicht aufgeben, Barbarella. Ich werde dich retten. Vor allen Dingen er. Was so toll an Barbarella ist, was ist nicht toll an ihr? Was ist nicht toll an ihr? Solltest lieber... Oh, ich kann diese Aussprache nicht. Sie ist die Anführerin unserer Truppe, die Frau unserer Träume und die Königin unserer Herzen. Sie ist uns Mutter, geliebte Schwester und Freundin in einem. Aber vor allem ist sie unsere einzige Hoffnung. Aber jetzt haben die Monster sie ihre stinkigen, schmutzigen Hände bekommen. Wir müssen sie zurückholen und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Ich kann langsam nicht mehr lesen, ich verlese mich laufend. Eliza, würdest du mir einen Gefallen tun, wenn die Zeit reif ist, Barbarella aus ihrem Gefängnis zu befreien, wirst du uns dann begleiten? Ja. Ich sag dir mal was, Eliza, ganz im Vertrauen. Barbarella kann es bestimmt kaum erwarten, aus diesem kalten, stinkenden Loch rauszukommen. Sie würde ihre Retterin in der Not sicher ganz fest ins Herz und ihre mächtigen Arme schließen. Ich habe Angst. Mehr brauche ich wohl nicht zu sagen. Wenn das nicht reicht, um dich zu überreden, mir zu helfen, dann weiß ich auch nicht. Ey, so viel lesen, aber hier ist ja unglaublich. Kann man ja schon gar nicht mehr hinterher. Ups. Ich wollte eigentlich das hier essen. So. Was ist mit dem hier? Seufzt Barbarella ist also noch nicht zurück. Ich habe mir wohl falsche Hoffnungen gemacht. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, wurde sie gerade von den Monstern weggeschleppt und sie hat nicht besonders gut ausgesehen. Wohin die Mistkerle sie auch gebracht haben, wir müssen sie befreien und zwar schleunigst. Das Problem ist, um sie dort heils rauszubekommen, sind wir einfach nicht stark genug. Und hier kommst du ins Spiel, leiser. Es heißt doch immer, man isst, was man isst. Tja, wie wär's, wenn du mir eine proteinreiche Mahlzeit zubereiten würdest, um mich ein bisschen aufzupäppeln? Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich bin Vegetarier. Wie viel Gras ich verdrücken muss,
etwas. Wie viel Gras ich verdrücken muss, nur um in Form zu bleiben, willst du gar nicht wissen. Aber ich habe Vertrauen in dich, Eliza. Ich weiß, dass du mir eine Mahlzeit zubereiten kannst, die dafür sorgt, dass mein Bizeps schwillt. Immerhin hast du mir den saftigsten Stechpfirsich gegeben, den ich je gekostet habe, als wir uns das erste Mal in der Mine begegnet sind. Ja, da bin ich erst recht gespannt, was du wohl mit dem Rest von Kaktus anstellen wirst. Komm schon, Eliza, mach mir ein köstlich nahrhaftes Kaktusessen, das meine Heldenbrust noch imposanter werden lässt. Okay, ich versuch's. Ein Kaktussteak. Okay, jetzt krieg ich aber auch Hunger. Ein Kaktussteak. Das heißt, diese andere Kaktus kann ich auch benutzen zum Essen machen. Das wäre sehr gut. Oh ja, sehr gut. Gott sei Dank. Oh, dann haben wir jetzt auch Futter. Das ist sehr, sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Ich habe schon ein bisschen Angst bekommen. Komm mal her. Hier hast du dein Futter. Hier, bitteschön. Ich kann fühlen, wie mein Bizeps größer wird. Diesem Monster, die Barbarella entführt haben, wird Hirn und Sehen vergehen. Okay. Wieso die überhaupt entführt haben? Ja, warum haben sie die überhaupt entführt? Ich habe keine Ahnung. Nachdem die Monster sie geschnappt hatten, wollten sie sie dazu bringen, ihnen irgendwas zu erzählen. Aber Barbarella hat da nicht mitgespielt. Die bringt man nicht so leicht zum Reden. Als sie ihnen nichts verraten wollte, sind die Monster richtig sauer geworden und haben sie mitgenommen. Die Göttin allein weiß, was sie aus ihr rausquetschen wollten. Naja, Eliza, jedenfalls danke für das Steak. Sobald ich das verdrückt habe, werde ich stark genug sein, um ins Versteck der Monster einzudringen und Barbarella zurückzuholen. Okay, ich habe genug mit Lesen jetzt. Kann nicht mehr. Sehr viel zu lesen. Und wir haben schon wieder einen Kampf. Alter. Da ist der Kampf. Das Kampfsymbol ist schon wieder da. Krass. So, ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dann.